Gut, ich sollte vielleicht gucken, dass meine Stärke mal wieder zurückkommt. Genau. Und dann machen wir die doch gleich beide mal kaputt. Also, beide mal kaputt. Achso, der ist schon kaputt, okay. Und dich machen wir auch noch kaputt. Zack. Gut. Einfach nur, damit wir immer schön brav leveln, weil wir wollen ja natürlich stark werden. Klein Ark will stark werden. So. Wo sind wir hier jetzt gelandet? Ah, der Master Computer. Eingabe der Daten. Bitte gib das Passwort ein. Huh? Was für ein Passwort? Was geht ab? Oh, Fluffy. Diese Maschine kontrolliert alle Systeme. Im Berugas Labor, die Daten werden durch ein Passwort geschützt. Ohne das richtige Passwort bin ich also machtlos. Merke dir gut, was ich sage. Bloody Mary. Was? Bloody Mary? So vielleicht? Passwort akzeptiert. Aufzüge und Kälteschlafzentren sind durch das Passwort freigegeben. Hollerö, es hat beim ersten Versuch geklappt. Doch woher weiß Fluffy solche tolle Sachen? Anschluss an die Datenbasis. Zugang zu den Daten. Ja, machen wir mal Geschichte. Berugas Tag. Das Datum, an dem Beruga seine neue Biotheorie verkündet. DNA-Experiment. Bekämpfen immer wiederkehrende Krankheiten. Sie verlängern das Leben und schaffen künstliche Intelligenz. Kälteschlaf. Die erste Kälteschlafmaschine der Welt, geschaffen von Dr. Beruga, verlangsamte die Ausbreitung von Krankheiten und rettete Leben. Letzter Erntag. Der Tag, an dem ein Virus 90% allen Lebens einfach auslöschte. Der Virus namens Asmodeo dezimierte die menschliche Rasse. Dr. Beruga impfte einige, doch eine Hungersnot raffte sie doch dahin. Okay. Labor. Forschung und Entwicklung bahnbrechender Biotechnologie. Da die Arbeit sehr gefährlich ist, wird sie von Robotern erledigt. Impfungen. Das Impfserum gegen Asmodeo wurde hier entwickelt. Der Erfolgsquote liegt bei über 80%, doch es konnte nicht genug Serum produziert werden. Geräte. Im Erdgeschoss ist der Versammlungsraum der Roboter. Im U1 und U2 sind Biolaboratorien. U3 befindet sich noch im Aufbau. Okay. Danke. Gut, also der Aufzug ist freigegeben, das ist schön. Das bedeutet, wir müssen jetzt wieder ganz weit zurücklaufen, an diesen tollen Robotern vorbei, die wir diesmal ignorieren werden. Ja, ja komm. So toll sind die jetzt auch nicht. So. Danke, Stärke von Ark nimmt natürlich ab, das ist okay. Aber, naja, ist ja nicht für lang, ne? Wir bekämpfen den Roboter doch, weil der hat uns einfach gezeigt, dass er nicht nett ist. Und jetzt bin ich wieder voller Kraft. Und jetzt habe ich wieder keine Kraft mehr. Na toll. Aber wir haben ihn trotz verminderter Stärke haben wir den Roboter besiegt. Was das wohl über sein, Bild rein. Was das über ihn wohl aussagt, Gut, und da gucken wir natürlich auch rein. Weil da waren wir vorhin noch nicht. Ah, das sind nur viele Roboter. Okay. Nein! Ich hasse diese Stärke nimmt ab. Na, zum Glück ist es nicht so wie Gift, weil, wenn ihr euch erinnern könnt, das Gift, das hat mich ja beinahe getötet einmal. Oder hat mich sogar getötet. Boah, Alter. Diese Roboter. Hey! Und eine ist tot. Boah, ich habe über 8000 Gold. Ich sollte mal wieder shoppen gehen. Wow. Ich habe keine Ahnung, was die genau machen, aber wenn ich im Würfel drin bin, dann nimmt der Würfel auch schön Schaden. Also ist nicht so tragisch. So, gut. Was ist das hier? Oh, ein Abwehrelixier. Das krallen wir uns natürlich gleich und trinken es gleich. Hey, ja, Abwehrelixier. Wunderbar. Abwehr steigt um einen legendären Punkt. Hey, ho. Let's go. Yeah. Ja. Gut. Und? Hallo? Rein da. Rein da. Super. Und nochmal. So, warum, dass ich da jetzt immer noch nicht runter kann, das entzieht sich mir zwar meiner Logik, aber naja. Man muss wohl nicht alles verstehen. Moment, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Ist das eine Förderband, das da unten geht? Nee, da geht er auch. Ja. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt was ganzes Wichtiges verpasst, weil ich es einfach verpeilt habe. Nee, Blödsinn, was ich sehe, das erste Förderband. Okay, na, passt schon. So. Den Würfel töten wir auch ganz schnell.
gut. Super. Und wir fahren noch tiefer in die Tiefe. Wow, und jetzt ist er richtig schnell geworden, der Aufzug. Oder war der vorhin auch schon so schnell? Bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Bald sind wir da. Im Kyro-Schlaflabor oder irgend sowas. Ja, und wir springen hier, obwohl der Aufzug gerade mit 10.000 km/h nach unten fährt. Oh. Oh. Ja, ein Scheinwerfer. Ich kann mich übrigens momentan gerade nicht bewegen. Für alle, die glauben, ich lasse mich jetzt finden von diesem Scheinwerfer. Huch! Wow! Oh. Ja. Eindringling, Angriffsmodus aktiviert. Ah, cool. Angriffsmodus, hey. Yay. Toll. Schauen wir mal, was der macht. Der hat einen Hammer. Feuer. Achso, ich muss diesen blitzen. Raketenaufruf. Was machst du? Nein, 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 nein. Ah, cool, die geröstet. Das ist schön. Und ich bin... Okay, ich sollte vielleicht... Alter. Das ist echt ein bisschen gefährlich, habe ich das Gefühl. Okay, okay, okay. Und ich muss echt aufpassen, weil ich das ganze Zeug auch teilweise lähmt. Ja. Weil ich gelähmt bin, ist natürlich das Problem, da ist nicht gut Kirschen essen dann. Und es laggt. Es laggt. Also das bedeutet, ich muss wirklich aufpassen, dass ich, wenn ich... Oh, Nachbrenner gezündet. Ah, cool. Ich kann den Satz einfach nicht vollenden, deshalb gehe ich jetzt ins Menü, weil ich muss mich eh heilen. Ich muss immer aufpassen, dass ich immer halbwegs voll bin mit der Energie. Weil das sind so Sachen, wenn ich gelähmt bin, kann ich mich natürlich nicht heilen und auch nicht ins Menü gehen und so weiter. Deshalb wäre das natürlich nicht gut. Darum schauen wir, dass wir schön voll sind. Genau, 302, das ist okay. Dann können wir uns wieder etwas spielen. Ja. Stoßdämpfer, okay, der Adler ist gelandet. Was? Alter, du bist echt... Ja, genau, wie jetzt zum Beispiel, jetzt sind wir geröstet und... Oh, irgendwas habe ich jetzt. Toll, jetzt ist Stärke reduziert wahrscheinlich. Stoßdämpfer, okay, der Adler ist gelandet, ja. Hast du schon mal erwähnt. Nein, 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 nein. Stärke von Acker zurück. Ach, okay, mit dem Peitschenhieb nimmt meine Stärke ab. Gut, aber so viel Schaden mache ich ja ohnehin nicht, von dem her. Tja. Gut, ich darf hier definitiv... Nein, ich wurde geröstet. Oh mein Gott, nein. Ja, die Stärke von Acker kehrt nicht zurück. So, ich bin ja immer noch nicht ganz... sicher, ob ich das richtig mache gerade. Aber ich schlage halt einfach mal drauf los, weil diese drei Dinger kann ich zumindest angreifen. Das ist ja schon mal was wert. Ich stehe immer, wenn der den Nachbrenner zündet, stehe ich genau drunter. Das ist natürlich suboptimal. Kann ich die Waffensysteme auch... Nein, kann ich nicht angreifen. Okay. Juhu, ich wurde geröstet. Yay. Wahrscheinlich dauert dieser Kampf 100 Jahre. Also, stell dir schon mal darauf ein. Die nächsten 10 Folgen gibt es diesen tollen Kampf gegen den Robo. Nein, Raketenstärke von Arkkerzen, das ist schön. Kombi-Attacke. Okay, was kommt da jetzt? Nein, 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 wow. Ja, diese Paralyse-Dinger, die sind am gefährlichsten. Von Thors Hammer. Wie oft machst du das noch? Ah, doch, noch ein paar Mal, okay. Macht dir das Spaß, oder wie? Level 2 Peitschenschlag. Cool. Level 1 Peitschenschlag. Ja, und ich stehe einfach da drunter und... Oh, Nachbrenner? Naja. Mal ein bisschen Schaden schadet ja nicht. Eine seltsame Aussage. So, die Raketen, da laufen wir lieber davon. Das ist blöd, dieser Paralyse-Dings. Schade, dass ihm die Raketen nicht selber wehtun. So, davon hier. Und ich habe noch keinen einzigen der drei Füße komplett zerstört. Das ist schade. Und ich hätte jetzt ihn eigentlich getroffen, aber er wollte ihn nicht treffen. Nein, ich wurde geröstet. Ach ey. Nein, 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 nein. Ich sollte mich vielleicht... Moment, ich verkrieche mich mal. Ich verkrümle mich mal kurz mit in meiner Schachtel und nehme eine Götterknolle. So. Juhu. Gut. So, ich... Oh. Moment, ich probiere jetzt mal ganz kurz. Ja gut, jetzt habe ich sowieso gerade keine Stärke. Nein. Raketenabwurf, okay. Alter, das Ding ist doch in der Luft. Wie kann ich das treffen? Oh. Ja, toll.
Wenn nicht, Nachbrenner zünden, sondern Moment, ich probiere jetzt ganz kurz eine andere Waffe, nämlich den Xenospeer zum Beispiel. Vielleicht macht der mehr Schaden. Nur rein Interesse halber, weil jetzt haben wir hier den Aura-Stab verwandelt, Stärke in Abwehr und vielleicht brauchen wir Abwehr in KP, was das auch immer für einen Unterschied macht. Was? 6? Schlechter ist der. Stoßdämpfer, okay. Huch, nein, nein, nein. Oh. Okay, nein, Moment. Ich nehme lieber wieder den anderen Stab, weil da bin ich dann besser geschützt. Habe ich bessere Abwehr, wie es aussieht. Yay! Nachbrenner gezündet. Aber einmal, okay, ich will es einmal probieren. Komm, einmal probieren wir es. Ja, okay. Ja, da ist das richtig, richtig entscheidend, was ich hier nehme. Also ihr habt es jetzt gesehen, das war doch etwas besser, dieser Stab. Aber dafür nehme ich auch wesentlich mehr Schaden. Die Frage ist, warum das bei dem Bosskampf irgendwie so graviert ist und bei den Gegnern war das irgendwie gar nicht. Es ist schon etwas merkwürdig, das stimmt schon. So. Ja, komm, und jetzt nehmen wir hier noch diese kleinen Knollen, bis sie ganz leer sind, die kleinen Knollen. So, nochmal. Ja. Eine Heilknolle. So. Und weg. Achso, nicht hier, sie schon die letzte gewesen. Okay. Wow. Ja, das macht dann schon ordentlich Schaden. Ah, ein Fuß ist kaputt. So, aber ich muss da echt aufpassen. Das ist wirklich gefährlich. Flora-Zauber? Was war das jetzt? Hallo? Nein, ich kann hier keine... Wieso kann ich hier keine Zauber verwenden? Alter. Wieso kann ich hier keine Zauber verwenden? Das ist jetzt... Das könnte spaßig werden. Wieso kann ich hier keine Zauber verwenden? Moment, ich muss da unbedingt noch eine nehmen. Na toll. Ja. Alter, ich... Das wird zu nichts. Da habe ich das Gefühl, das ist wahrscheinlich sogar besser, wenn ich den anderen Stab wieder nehme. Nein! Ja, das Ding, das trifft mich auch irgendwie auf 100%, habe ich das Gefühl. Naja. Ja, das ist blöd, dass ich die Zauber nicht verwenden kann. Wieso kann ich die Zauber nicht verwenden? Das finde ich echt fies. Nein, nicht dieser... Ich kann diesen Level 2 Peitschenschlag auch nicht ausweichen. Feuer, okay. Nein. Stärke von Ark kehrt zu... Du Scheißvieh! Alter! Boah, das nervt mich jetzt. Alter, das... Ah, das gibt's ja nicht! Was haben wir von den Rüstungen? Haben wir vielleicht eine bessere Rüstung irgendwo? Nö. Nö. Na komm, ich nehme lieber wieder den einen Speer, weil so bin ich da komplett aufgeschmissen. Es dauert zwar ein ewig und noch 3 Tage wahrscheinlich, aber es hilft alles nichts. Ich bin sonst komplett aufgeschmissen. Sorry Leute, dann dauert es wirklich länger, aber ich... Ja, das ist mir so weit lieber, weil mit der anderen, da bin ich nach 3 Treffern, bin ich da quasi kaputt. Das geht nicht. So. Und das Schlimme ist hier, dass hier wirklich auch die Zauber nicht funktionieren. Das stört mich schon. Warum kann ich hier keine Zauber verwenden? Das könnt ihr doch nicht machen. La 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 la. Stärke von Ark kehrt zurück. Gut, ich könnte eins machen. Moment, das machen wir jetzt mal. Wir werden einfach gucken, dass wir hier... Ja, jetzt ist gerade blöd, aber wir werden einfach die Waffen bei Bedarf wechseln. Nicht, wenn der gerade in einem Nicht-Angriffsmodus ist, was eh ganz selten vorkommt. Nachbrenner, hey! Ja, und jetzt habe ich gerade wieder keine Stärke.
Wow. Jetzt hätte ich wieder Stärke. Aber warte mal, bis er mit diesem... Nein. Diesen Level 2 Peitschenschlag, der macht mich wahnsinnig. La 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 la. Jetzt macht er schon 11 Schaden, oder was? Nee, das war nicht Stärke, kehrt zurück. Jetzt kommt die Stärke zurück. Und jetzt ist natürlich wieder weg, weil ich ja natürlich mich vom Peitschenschlag treffen lasse. So. Ja, aber so ist es wesentlich besser, weil ich sag mal, Angriffe machen wir so auch. Aber nur halt nicht so stark, aber dafür sterben wir nicht so schnell. Hoffe ich zumindest. So, gut. Okay, ja, dann stellt euch mal darauf ein, dass das noch etwas länger dauern kann. Nein, ich bin geröstet. Oh mein Gott. Nicht rösten. Ja, Stärke von Arc nimmt ab. Macht aber interessanterweise bei diesem Gegner genau gar nichts aus. Oder mit dieser Waffe, ich weiß nicht. Ja, natürlich lasse ich mich immer schön treffen. Was denn noch sonst? So, Moment, 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 Moment. Wir verkrümmeln uns in unseren Sack und ja. Ja, ich weiß ja auch nicht, was ich tun soll. Komm, wir heilen uns wieder. Götterknolle, hey! Ich habe noch 2 Götterknollen und 2 Wunderknollen. Da komme ich wahrscheinlich nicht mehr weit. Alter! Ja, und stellt euch vor, jetzt jeder dieser Attacken, die momentan mir 8 abzieht, würde mir nachher dann 30 abziehen oder so. Ich habe ja auch keine Ahnung, was mich da immer schönes trifft. Es trifft mich nur immer irgendwas. Genau, irgendwas trifft mich immer. So, und jetzt komm, hau drauf, hau drauf, hau drauf. Nachbrenner, ist okay. Ich glaube, der Punkt da dahinter ist recht praktisch. Ja, ich weiß echt nicht, was mich da trifft. Das ist, also da ist klar, was mich jetzt getroffen hat. Das ist mir klar. Aber interessanterweise, das Ding ist ja in der Luft und es trifft mich trotzdem. Und ob ich den jetzt auf Anhieb schaffe, ich weiß ja nicht. Vielleicht kann das so seitlich, kann ich rein. Und dann lasse ich mich hier rösten, gut. Moment, und jetzt komm, jetzt geben wir alles. Jetzt erst mal eine Wunderknolle. Und jetzt rüsten wir den guten Speer aus. Also nicht den guten Speer, sondern die gute Waffe. Jetzt hauen wir da mal drauf. So, nehme ich hier den Xenospeer oder Narrenstab. Erhöht geringfügig die Abwehr. Vielleicht ist ja auch sogar der besser. Probieren wir mal den Narrenstab. Ja, macht auch schon mehr Schaden. Raketenabwurf? Nein, 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 nein. Okay. Ja, toll, Peitschenschlag. Und natürlich bin ich jetzt wieder geringfügig Stärke eingebüßt. Tja. Gut, der Narrenstab macht auf jeden Fall auch noch mehr Schaden. Tja, Raketenabwurf, das ist natürlich immer äußerst gefährlich. Aber ich kann hier durchsausen. Stärke von Arc ist kurzzeitig zurückgekehrt, aber dann hat er irgendwas gemacht, was ihm die Stärke wieder entzogen hat. Nein, ich wurde geröstet. Dieser blöde Peitschenhieb. Und ich laufe natürlich direkt in den Nachbrenner rein. Klar, was denn auch sonst? Ja, das hilft alles nichts. Ich schaffe das mit dieser Waffe, schaffe ich das definitiv nicht. Da wäre ich arm. Dann nehmen wir lieber den Narrenstab-Dingens da. So, und Utensilien. Ja, und würde ich zaubern können, ja, hätte ich ja kein Problem damit. Dann wäre das ja alles kein Ding. Aber ich kann ja, aus irgendeinem Grund kann ich ja nicht zaubern. Ich weiß nicht, was genau der Grund dafür ist. Aber aus irgendeinem Grund kann ich nicht zaubern. Ach ja, stimmt, ich bin ja, genau. Nein! Alter. Ja, Arc, wenn du so weitermachst... Nein, das ist echt zum... Nee, sorry, aber das geht nicht.
Gut, also ich kann das mit dem, mit der Waffe kann ich das vergessen. Ja, ich muss auf jeden Fall diesen... den Stab verwenden, den Aura-Stab. Auch wenn ich da ewig und noch 3 Tage brauche. Kann ich hier vielleicht den Hornzauberschwert Abwehrkräfte? Kann ich den vielleicht zaubern? Nee, ich kann gar keinen zaubern, oder? Ja, jetzt ist eh vorbei. Ja, toll. Echt spaßig. Spaßige Geschichte, muss ich schon sagen. Stärke von Ark kehrt zurück. Nee, doch nicht, weil ich hab mich ja gleich wieder treffen lassen. Ja, wo kommst du runter? Hier. So, und schnell weg hier, weil die Raketen greifen an. Ja, toll. Ja, das Problem ist ja wirklich, die Hitbox ist ja auch so blöd von dem Ding. Ja, komm, jetzt gehen wir einfach aufs Ganze. Jetzt rüsten wir hier den Narrenstab aus. Hey! Jetzt hauen wir einfach wild drauf los, egal wo er runterkommt. Ach stimmt, ich habe ja gerade keine... Wow! Ach! Ach! Oh, ich bin gestorben. Ach nee, schade auch. Ja, toll.